So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Hordenansturm in Fortnite. Ich hatte einfach Lust, nochmal eine Runde zu spielen. Und wenn ich spiele, nehme ich es halt auch auf. Weil, warum nicht? Ja, wir werden sehen. So, da hat es auch schon geladen. Es ging diesmal erstaunlich schnell. Ich war etwas verwundert, weil es letztes Mal hat es ewig gedauert, bis er gecheckt hat, dass er keine anderen Spieler finden kann. Jetzt hat er es anscheinend schneller verstanden, dass ich alleine spiele. Finde ich gut. So, und oh, das ist mal ein ganz neues Gebiet. Da waren wir noch nicht bisher. Oder? Lass mich raus. Oder ist das das mit der Burg? Nee, das ist das mit der Burg, ne? Nee. Wo ist das Gerät? Nicht, dass das dann da oben ist. Dann weine ich. Wo ist das Gerät? Ich hoffe, es ist unten irgendwo. Da ist das Gerät. Sehr schön. Sehr schön. Mein Ziel wäre... Ach, jetzt habe ich es gerade gesehen. Es gibt drei Runden. Also mein Ziel wäre, da mal durchzukommen. Durch die drei Runden. Da waren nämlich drei Knöpfe. Dann gibt es halt auch drei Runden. Ist das gerade laut oder ist das bei mir? Es war nämlich ein bisschen laut beim letzten Mal, muss ich ja gestehen. Oh, wir machen jetzt die Granaten-Challenge. Wer mehr Granaten sammelt, kriegt 5000 Euro. Mein Gott. Also, ja. Man kann ja über Montana Black sagen, was man will, aber so das Verhältnis zu Geld, was er Kindern vermittelt, ist jetzt nicht ganz so optimal. Aber gut. Man muss halt einfach das reflektieren können, dass er halt das Geld hat und sich das leisten kann, solche hohen Beträge zu verwenden. Während andere das halt nicht haben. Ne? So. Bin bisher nicht zufrieden mit der Ausbeute. Es sind alles nur graue Waffen. Das ist nicht das, was ich suche. Das hier für ein kaputtes Zeug. Aber was ganz gut ist, sind auf jeden Fall diese Munitionsdinger, diese langen. Wo ist das? Ist das da oben? Ah, ich habe noch gar nichts abgebaut, ne? Dann würde ich mich jetzt mal schnell hier durch. Versuche. Wie komme ich da am schnellsten hoch? Hier wahrscheinlich. Brauche halt noch viel zu lange, bis ich mal gebaut habe. Oh no! Gut. So. Weh, das hat sich nicht gelohnt. Okay, das hat sich gelohnt. Trommelgewehr. Habe ich schon ein Trommelgewehr, sodass ich es einfach ersetzen könnte? Ah, das kann ich ersetzen. Okay. Gut, wir haben verschiedene Munitionen und das ist alles ganz gut so im Moment. Dann werden wir gleich mal mit dem Trommelgewehr hier aufräumen. So. Und mit dem hier werden wir versuchen, die... Da sind schon welche aufgetaucht. Schaden, wie ich mir das gedacht hatte. Oh, hi. Der ist direkt neben mir einer. Das ist natürlich nicht so cool. Was ist das eigentlich mit Granaten? Wie viel Schaden macht dieser? Interesse halber. Ich weiß es nicht. Ist doch gut. Jetzt lass mich doch mal hier ein bisschen probieren. Weil sind die überall aufgetaucht. Ich stehe hier echt ungünstig. Möchte ich nur mal kurz mitteilen. Macht das irgendwie ganz gut Schaden? Ich glaube ja. Ja doch, die Granaten haben schon gar nicht mal so schlecht
reingehauen. Das ist halt immer... Ach, ich hab was vergessen! Nein, ich hab komplett was vergessen! Oh Mist! Jetzt will ich den ganz kurz kaputt machen und dann muss ich mich ja ganz schnell mal auf den Weg machen. So, was man anfängt, sollte man auch beenden. So, und dann muss ich mich ja ganz schnell auf den Weg machen und die Dinger sammeln. Jetzt komplett vergessen. Ach, ich bin ja blöd. Meine Punktmultiplikatoren. Mist, 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 Mist. Schnell. Eine Minute noch für drei Stück. Zack, vielen Dank. Oh, da kam jetzt aber auch was. Da kam jetzt aber auch... Achso, das haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, da kam aber auch noch was Gutes mit. Jetzt aber hier mal Gas geben. Da unten ist der nächste. Oh je, ich hoffe, ich kriege die noch alle drei. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Und der andere ist dann einfach da irgendwie in der Mitte. Jo, nervt mich mal nicht, Freunde. Ich muss mich jetzt ein bisschen schicken. Hier, lasst mich mal in Ruhe. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Wo ist es? Da ist es. Go, 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 go. Zack. Sehr schön. Das ist genau, was ich gesucht habe. Prima. Passt. Passt. Trommelgewehr ist auch ganz gut aufgeladen. Das brauchen wir jetzt nicht. Nein! Halt! Ich wollte doch keine Sprungfläche. Wirklich. Das ist passiert. Oh, davon ist aber jetzt nicht viel übrig von dem Tisch, ne? Ist jetzt irgendwo ein so... So eine Truhe, so eine mystische Truhe aufgetaucht? Wenn ja, sehe ich sie nicht. Was muss ich tun, damit die auftauchen? Ist das Zufall? Ich weiß es nicht. Aber das Trommelgewehr hat auf jeden Fall gut Munition. Also der Weg sollte funktionieren. So, wo müssen wir eigentlich hin? Darüber. Das... Oh, bitte lass es nicht über den Berg da laufen. Das wäre sehr unangenehm. Das wäre wirklich sehr, sehr unangenehm. Rand entlang, damit komme ich klar, aber wenn es jetzt da den Berg hoch geht, gehe ich weinen. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist echt blöd mit der Zone, dass die da manchmal so einen Waldweg wählt. Bergweg. Das kann einen relativ schnell... echt große Probleme bringen. So, aber das sieht jetzt ganz gut aus. Jetzt kommt so schnell kein Berg mehr vor uns. Ja, das sieht doch schon ganz viel besser aus. Ich glaube, man kriegt viel mehr Punkte, je weiter weg man sich erledigt, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, den hochzuschießen... Ja, guck mal. Plus 1310 einfach mal. Mit dem Kopfschuss. Jetzt, ich muss ja die aus der Entfernung erledigen, haben wir jetzt ja gelernt. Die Stinker und die explodierenden Viecher. Das wäre
aber auch natürlich noch so umzusetzen. Ja, ja, ist doch gut. Freunde, ich bin doch da. Ist doch alles gut. So, wir haben uns ja alle lieb. Alter, plus 6245 bin ich. Es ist immer noch ongoing. K.O. Serie 49. Das gibt ordentlich Punkte. Nützt mir allerdings nichts, wenn ich nachher nicht gewinne. So, und wir sind angekommen. Sehr schön. Sturmgewehr. Dennoch muss ich munitionstechnisch wieder aufpassen hier. Davon habe ich auch jetzt. Ja, davon habe ich jetzt viel Munition, das ist gut. Davon habe ich jetzt eigentlich auch ganz viel. Ich will aber. Ich würde etwas gerne nochmal hier Granaten mitnehmen. Was nicht, schmeiß bitte jetzt mal weg. Ich schmeiß jetzt mal schnell das hier weg und nehme stattdessen hier mal die Granaten mit. Sind das alles die gleichen? Dass die sich stacken? Na, die Schattenbombe. Oh, was habe ich denn da für einen Quatsch? Die Schattenbombe brauche ich eigentlich nicht. Das hat ja nicht viel geholfen mit der Granate. Wow. Mist, der war zu nah dran offensichtlich. So, gib mir mal die Munition hier. Ah, nicht schon wieder. Ich hasse das mit dem Eis. Nein, der explodiert. Weg da. Ah! Nice. So, wo sind meine... meine Knubbel? Da, die sind alle da drüben. Okay, die sind alle da drüben. Der Typ muss weg, der nervt. Dann erledigen wir jetzt erstmal ein paar so beim Rückwärtslauf. Der Eistyp muss weg, der nervt. So, da haben wir eins. Ach so. Ich habe das gerade falsch gemacht, aber es macht nichts. Zack! Oh! Ja gut, aber die ist halt eine Pistole, ich weiß nicht. Aber warte, aber eine Handkanone, die war ja eigentlich mal recht stark. Und ich habe eh gerade eine Waffe frei. Mal mit. Okay, ja, Fan. Oh, blaue Waffe. Auch nice. Ich wollte aber eigentlich... ich wollte eigentlich die anderen Kristalle noch holen. Hier müsste irgendwo einer sein. Hä? Ist der da... euer Ernst? Ich hasse alles. Moment, dann komme ich da ja gar nicht ran jetzt. Ja, super dämlich. Granatenwerfer. Nein, ich möchte... oh, ich will die blauen Waffen da jetzt holen, die da... da ist jetzt so eine Kiste. Wann taucht die denn auf? Was habe ich denn dafür getan, dass die jetzt auftaucht? Vor allem jetzt habe ich ein Problem. Freunde!
Das ist jetzt aber nicht nett. So. Keine Ahnung, was nehme ich denn so? Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Ach, ist das blöd. Vor allem jetzt... Lädt sich die Energie da jetzt nochmal schnell auf? Oder muss ich jetzt schnell so einen Trank finden am besten? War hier nicht irgendwo so ein Trank? Oh, verdammt. Jetzt habe ich mir das mit der Energie halt verhauen, ne? Der muss weg. Und der wieder zu nah an mir dran ist, haben wir wieder das Problem wie vorhin. Wo ist denn der jetzt? Nice. Der ist auch viel zu nah dran. Oh nein! Oh nein! Oh nein, nicht schon wieder. Stopp. Gottes Willen. Scheiße, du darfst weg. Okay. Bäh. Typ hat sich so eben freundlicherweise verabschiedet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Darüber müssen wir, das sind wir auch gleich da. Nein, nicht gut. Nein, das war nicht gut. Ah. Oh Himmel. Okay, ich habe ja noch einen Boombogen, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, der ist ganz gut. Warte, ich habe nur 20 Sekunden, um mich auf die Schlacht. Wisst ihr mich, was ist das denn? Was ist das denn? Aber ich meine, gut, ich habe den Boombogen. Ich glaube, ich arbeite mit dem Boombogen. Ich weiß es nicht. Oh, was? Achso, es gibt einfach dann den Endboss. Okay, cool. Der macht wahrscheinlich auch ordentlich Schaden. Oh, und ich mache mir damit auch Schaden. Das ist ja natürlich nicht so gut dann. Natürlich gar nicht so gut. Ins Gesicht, Junge.
Komm schon. Nice. Aber das sind keine 50.000 Punkte. Verstanden, aber. Okay. Okay, also die dritte Phase ist dann ganz schnell nur noch dieser Typ. Nur noch, in Anführungszeichen, ja. Aber wie gesagt, das hat jetzt nicht die Phase 1 ausgelöst. Von wegen Gewinne mit 50.000 Punkten. Da hätte ich mehr Punkte holen müssen. Aber dann war ich ja jedes Mal echt nah dran. Ich war ja halt, sind dann nur noch dieser Kampf. Auch guck mal, Battle Pass Stufenaufstieg. Ich habe jetzt einen Bär. Nein. Lass mich weg. Oh mein Gott. Was ein Quatsch. Na hier. Oh! Doch, hab ich. Hä? Waren es weniger als 50? Und jetzt muss ich mit einem Punktstand von 100.000. Okay, das kann ich knicken. Das hier unten kann ich knicken. Das kann man, glaube ich, nur zusammen erreichen. Oder keine Ahnung. Das kann ich knicken. Oder mit ganz viel von den Multiplikatoren. Ich weiß es nicht. Ja gut, die Goldungetüme, ja gut, ist dann halt auch. Die würde ich schaffen, das würde ich schaffen, aber das hier schaffe ich nicht. Und da das eh nur XP gibt und keine anderen Sachen, belassen wir es dann einfach dabei. Wir haben den einmal besiegt. Das soll mir reichen, das ist okay. Das hier kriege ich nicht. Quatsch, das hier würde ich kriegen. Das hier würde ich mit der Zeit kriegen, aber das hier unten. Vor allem Phase 2 von 4. Was ist denn Phase 3? Was ist denn Phase 4? 500.000? Ich weiß es nicht. Ich lese es mal kurz. Das wird doch bestimmt im Internet stehen. Da schauen wir mal ganz kurz nach, was die Phasen hier unten sind. Nur Interesse halber. Dann, dass ich realistisch einschätzen kann, dass ich es nicht schaffe. Dann bin ich auch zufrieden. Dann kann ich das für mich abbuchen von wegen, okay, schafft man nur, wenn man wirklich als Team spielt. Herausforderungen. Horden. Ansturmphase. So. Gib mir News. In der letzten Phase ist man sogar permanent. Ach so, solange. Ah! Okay, solange alle. Ach so, eigentlich würde man respawnen, solange nicht alle Kollegen down sind, außer in der letzten Phase. Das ist auch interessant, aber das waren nicht die Phasen, die ich gesucht habe. Ach, finde ich jetzt nicht. Okay, ist wurscht. Ist wurscht. Machen wir noch einen Battle Royale, ne? So, das geht schnell, da sind wir schnell tot. Läuft. Eieiei. Wie einmal schneifen, werde ich da jetzt auch nicht zwischendurch die Aufnahme kurz beenden und das dann nachher zusammensetzen. Das, nein. Nein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ta ta ta. So. Wie gesagt, man kann ja, das habe ich auch in den einen Kommentar geschrieben, man kann ja einfach auf das Bild klicken, auf das Video klicken und wenn man dann rechts und links drückt, dann skippt man sich durch das Video durch. Oder man kann auf das Zahnrad klicken und dann zweifache Geschwindigkeit oder auch 1,5-fache Geschwindigkeit einstellen, wie man lustig ist. Und dann läuft das alles viel besser. Dann können diejenigen praktisch die Sachen komplett sehen, die es komplett schauen wollen und wer sagt, es dauert ihm zu lange alles, der kann ja durchskippen. So.
Ich habe halt immer die Hoffnung, vor allem wenn der Bus so weit drüben ist, dass da, wo ich gerne hingehe, dann nicht so viele hinkommen. Weil es ja echt recht weit ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da jetzt jemand mir hinterhergeht. Und dass ich da erstmal meine Ruhe habe. Als wenn ich da aussteige, wo jetzt alle aussteigen. Also versuche ich halt wieder mal meinen Weg hier. Ah, oh, da komme ich nicht rechtzeitig hin, ne? Dann starten wir halt bei der Brücke. Das ist auch okay. Sind jetzt welche mit mir mitgekommen? Nee, ne? Ich sollte hier erstmal meine Ruhe haben. Hallo? Nimm den doch einfach mit. Wenn da schon überall Platz ist. So, jetzt können wir den auch gleich mal zu uns nehmen. Dankeschön. Ich will immer rennen auf Shift, dabei macht man auf Shift langsamer. Ach ja. Dann gönnen wir uns hier noch. Dann gönnen wir uns hier noch. Was rede ich denn? Läuft da einer? Nee, oder? Moment, ah, ich muss aber auch gucken, wo ich hin muss. Haha. Okay. Im Battle Royale jetzt zu den Dings zu gehen, halte ich übrigens für äußerst ungünstig, ne? Hier, da die zum Beispiel. Kann mir keiner erzählen, dass das besonders klug wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Ja, ich weiß, campen ist lame. Es ist halt so die Frage, will man möglichst viele töten, um sich so natürlich bessere Waffen und so weiter zu holen, weil durch das Töten von Gegnern kommt man ja auch meistens an guten Stuff. Aber letztendlich geht es ja darum zu überleben. Ne? Und man kann theoretisch auch überleben, indem man sich zurückhält. Klar, Angriff ist die beste Verteidigung, aber wie gesagt, es ist immer so eine Frage. Dachte ich, da ist einer, aber das war einfach nur das Dings, was sich bewegt hat. So. Nice. Ja gut, solange wir nichts anderes haben, können wir auch Dynamit mitnehmen. Ah, keine Ahnung, Stinkbombe, Dynamit, da bin ich ja. Ich bin halt eh nicht so der Werfer, das ist das Problem. Ich bin auch nicht so der Bauer, das ist das nächste Problem. Aber der da bin ich. Halt. Nee. Hier, nimm so rum. Das ist natürlich jetzt was, wo ich sagen muss, ja. Das nehme ich gerne. So, jetzt holen wir uns. Nee, es passt schon. Ich würde sagen. Warte, ich habe noch gar nichts abgebaut, ne? Vielleicht sollte ich mal ein bisschen. Ich bräuchte jetzt halt ein Gefährt oder irgendwas. Denn hier wird es gleich stürmisch. Da oben wären meine Kugeln, aber den Weg sollten wir schaffen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ich muss kurz gucken, welche ist. Also die ist zum Snipern, die blaue. Gut.
Über den Windkanal komme ich jetzt nicht dahin, wo ich hin will, ne? Nee. Ich muss den Dings überqueren, ist okay. Ich bin viel zu offen, falls mich jetzt einer sehen sollte. Wie weit ist das, nachdem ich ins Grüne komme? Ein Stück ist es noch, ein Stückchen ist es. Und die Zone kommt auch langsam. Bisher sollte das passen. Muss trotzdem aufpassen. Weil bald werden wir dann wohl oder übel auf andere Spieler stoßen. Ah, über den Windkanal hätte ich gehen können. Ich glaube, der ist anders. Der läuft anders. Ach so, und da drüben sind dann die Drohnen. Irgendwo. Das ist auch gefährlich. Von da oben könnte man locker gesnipen. Oh nein. Das ist halt da direkt in der Nähe. Ich muss jetzt aber dran vorbei irgendwie. Aber da oben könnte halt einer drin sein. Da oben könnte einer sein. Also auf jeden Fall war da schon einer. Davon gehe ich stark aus. Hier wäre jetzt das Infrarot-Ding super, womit man auch die Spieler sieht. Ah, das ist aber noch unter. Ah, das ist noch bevor man ins Gebiet kommt. Dann kann es zumindest nicht genutzt werden. Sein Ernst? Ich stehe genau richtig. Scheiße. Wieso treffe ich den denn nicht? Doch, jetzt mal ohne Witz. Ich war doch voll drauf, oder nicht? Bin ich denn schon wieder komplett blind? Das muss ich mir in der Aufnahme angucken. Ich hab nicht einen Schuss. Ich hatte doch den voll. Ah, gut, wahrscheinlich war die Entfernung, ne? Die Entfernung war schlecht. Ich hätte, glaube ich, höher zielen müssen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn ich sniper und der ist ewig weit weg, muss ich ja, darf ich ja nicht direkt auf ihn zielen, sondern ich muss ja beachten, dass der Schuss erstmal. Ich bin doof. Aber dafür hat er dann gut getroffen. Der war ja auch weit weg. Ach Mann. Da verrät man sich immer und dann bereut man es direkt. Das ist blöd. Irgendwie suche ich halt auch immer die Herausforderung. Irgendwie suche ich halt auch immer dann die Herausforderung in dem Moment. Und denke mir so, Was haben wir hier? Gruppen- oder Freundeseinladung? Gruppeneinladung, ne, danke. Was wollte ich sagen? Denke ich mir so, jetzt probiere ich es halt doch wieder und dann geht es doch wieder schief. Problem ist, da ist auch noch gleich ein zweiter gekommen. Also. Das war wahrscheinlich insgesamt wieder Richtung günstig. Aber hey. So. Dann gucken wir mal.
Ich hatte halt echt Angst, Mann, es ärgert mich, dass ich bei einer Sniper das verhaut habe. Das hätte ich, hätte. Ich muss das mal ein bisschen aus der Entfernung auch üben zu schießen. Ach, Mann. Aber wie schon gesagt, wahrscheinlich muss man, und das hat der eine auch geschrieben, ich soll doch mal mehrere Stunden üben und dann denke ich mir so, da ist das Problem. Mehrere Stunden üben, da ist das Problem. Das ist einfach nicht drin. Mehrere Stunden üben ist einfach nicht drin. Ja, die Zeit habe ich nicht. Ich habe auch noch ein Privatleben. Wenn man mehrere Stunden üben muss, um mit diesem Spiel gut zu sein, dann spiele ich lieber einfach so ein bisschen aus Spaß. Und nicht mehrere Stunden. Um erstmal, ne? Am besten täglich mehrere Stunden üben. Die Zeit sollte man als Schüler, wie gesagt, auch nicht haben. Das kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass man diese Zeit hat. Das ist, da läuft irgendwas falsch, wenn man so viel Zeit hat. Dann nimmt man irgendeine Sache nicht ernst genug. Ja, ich habe ja auch als Schüler viel gezockt. Also. Damals halt noch Nintendo 64 und sowas, was es dann gerade gab. Aber es war nicht so, dass ich da Zeit hatte für mehrere Stunden. Also, das war nie drin. Okay, die eine kann ich gleich wieder wegwerfen. Oh, nice. Sehr, sehr gut. Und direkt hier ist dann auch das Gebiet. Ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Keine Truhe. Irgendwann war da einmal war da eine Truhe, ne? Ich meine mich dann auch daran zu erinnern, dass da irgendwann mal einmal eine Truhe war. Jetzt ist die Frage, ob da unten einer ist. Starten wir hier. Oh, beide Truhen sind da. Nice. Sehr gut, dann kann das hier weg. Dann kann das hier weg. Ist das das? Nee, ist nicht das gleiche. Das. Welches ist das? Haben wir schon? Haben wir auch schon? Ist auch da. Sollte ich vielleicht die Tränke mit. Wo ist denn da? Da war doch noch einer, oder? Ich habe doch noch einen liegen lassen. War der oben? Keine Ahnung. Sollte ich lieber die Tränke mitnehmen statt den Bandage-Dings? Ich glaube, das ist besser. Ach ja, hier ist ja noch eine Truhe. Schmeiß ihn da jetzt raus.
Ist das richtig gewesen? Keine Ahnung. So, wir müssen dann auch gleich los. Oh mein Gott. Jetzt müsste man halt damit umgehen können. Jetzt müsste man mit diesem verdammten U-Boot umgehen können. Ei. Bräuchte ich echt einen guten Platz? Ah ja, hier noch nicht. Na, hier ist ja noch nicht sicher. Wo muss ich hin? Ich muss in die... Ach, in die Richtung muss ich. Also es ist alles im Eisgebiet. Nee, okay. Es ist dieses Größe. Das ist noch ein sehr großes Gebiet. Das ist ja noch alles Mögliche. Da müssen wir theoretisch auch gar nicht sofort auf Gegner treffen. Potenziell eine gute Sicht für den Bogen hätte. Der ist auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, andere Spieler freuen sich immer, wenn sie den finden. Wait, aber dann hat den jemand hier liegen lassen. Ja, wahrscheinlich, weil es ewig dauert, bis der sich auslöst oder so. Keine Ahnung. Dann würde ich jetzt erstmal kurz hier warten. Da rollt einer vor der Dings weg. Ja, ich würde jetzt erstmal kurz hier warten und gucken, wie sich das Gebiet entwickelt. Alles klar. Nämlich gar nicht so verkehrt. Das wäre natürlich... Ach so, ich kann mit dem Ding ja gar nicht zoomen. Ja, moin. Da ist aber auch noch keiner jetzt hier irgendwo, ne? Aber wir müssen darüber dann darüber rein. Also es wird halb Neo-Dings-City-Teil da und halb der Eisabschnitt sein. Aber bei dem Eisabschnitt habe ich eigentlich keine gute Möglichkeit, aus der Luft was zu reißen. Außer ich gehe dahin. Aber da ist halt gefährlich aus bekannten Gründen. Ja gut, und in der Kugel rumsausen ist sowieso, macht man es ein bisschen auf sich aufmerksam. Minimal. Minimal macht man hier ein bisschen auf sich aufmerksam als Kugel. Wo gehe ich hin? Ist das Schiff mit drin? Ah ja, gut, das ist teilweise sogar drin.
Aber das da ist das da, ne? Was ich da sehe. Ja. Ist alles nicht so hoch. Mein, der schlaue Fortnite-Spieler baut sich ja selber sein Dings. Aber mache ich halt nicht. Weil zu inkompetent. Na gut. Oh, halt langsam, Freunde. Langsam, ganz langsam. Alles ist gut. Da kommt schon die Wand. Aber da unten ist nicht so cool. Aber da oben ist auch nicht so cool. Das ist nicht das Gebiet, in dem ich gerne sein. Es sind nur noch 14 Spiele übrig, sehe ich übrigens gerade. Okay. So viele können es dann ja gar nicht sein, die da noch auftauchen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in einen reinrennt, ja trotzdem noch relativ gering. Ich habe gar nicht auf die Zahl geachtet. Aber es sind jetzt schon nur noch 14 übrig. Dann fahren wir das letzte Mal da hoch. Keine Ahnung. So, hier bin ich jetzt wieder genau am Rand. Die Frage mit welcher Waffe, aber mein Boom-Bogen ist super selten, was ich sollte schon nutzen, dass ich den habe, ne? Auch wenn ich mit dem vielleicht nicht so gut umgehen kann. Ist jetzt die Frage, ob da oben einer ist. Ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Scheiße. Wenn ich mich jetzt nämlich hier hinstelle und darunter versuche zu zielen auf irgendwas, auf irgendwelche Leute. Weil ich durch Zufall einen sehe oder so und dann kommt mir da von oben einer entgegen. Ich bemerke den nicht, wäre es echt blöd. Wo müssen wir als nächstes hin? Ah, es geht doch mehr ins Eisgebiet. Okay, also aus der Stadt müssen alle raus. Sag ich ja, da ist einer. Verdammt. Hat er mich gesehen? Please no. Soll ich mich jetzt... Ah! Das, wenn ich jetzt wieder wüsste... Was ich mache, es wird die falsche Entscheidung sein. Wenn ich jetzt da auf Konfrontation gehe, wird es schlecht sein. Er muss ja weg. Ich weiß nicht, warum er da jetzt was aufgebaut hat. Er muss ja weg. Ja, wir müssen alle weg. Er genauso wie ich. Scheiße. Wäre vielleicht die Gelegenheit gewesen, ihn schon mal wegzumachen, aber... Verdammt. Nee, hier ist ja alles noch kein Gebiet. Ich kann hier nicht sein. Hier darf ich nicht bleiben. Das wird jetzt ein relativ winziges Gebiet, ne? Ja. Vor allem lässt sich hier eine Konfrontation kaum vermeiden. Das ist mir alles viel zu offen. Der muss jetzt ja auch irgendwo von da runterkommen. Wo? Ich sehe ihn nicht. Das ist schlecht, wenn ich ihn nicht sehe. Wenn ich die Leute nicht sehe, ist es immer ganz ungünstig. Da baut einer. Oh mein Gott, ich hasse es. Da baut einer. Oh no.
Alle bauen und ich mache nichts. Oh no. Oh no. Oh no. Jetzt müsst ihr auch noch zu mir kommen. Oh Gott, ich bin so erledigt. Erledigt euch bitte gegenseitig, danke. Was war das denn? Wow. Galt das mir? Ich bin viel zu offen. Was tue ich hier? Ich bin ja bekloppt. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin. Alle bauen sich eine Festung. Ich kann es nicht. Wow. Okay, wo kommt das Ding her? Wer macht das? Wer ist derjenige, der... Alter, was ist denn das? Wo kommt das denn her, verdammt? Was ist das für eine Waffe, Alter? Wow, ja, ist ja gut. Kriege ich nicht, ne? Nein, ich bin tot. Ach, Mann. Aber was war denn das für eine krasse Waffe? Dieses Dings. Mal gucken, ob wir den Typ sehen, der das war. Aber ja, man sollte sich dann halt so auch so ein Ding bauen. Ich kann das nicht. Bin ich der Bautyp? Aber diese Art Waffe würde mich interessieren, was das ist. Ich weiß, es sind jetzt so Granaten, die in der Nähe sind von jemandem. Ah, das wird sowas gewesen sein, ne? Diese Annäherungsgranaten, oder die es jetzt gibt. Sowas wird es gewesen sein. Gut, der kann auch nicht zielen. Null. Okay, ich habe nichts gesagt. Das war gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt wird's ja. Vor allem, der muss ja auch gleichzeitig editieren und alles. Meine Herren. Bin gespannt, ob der gewinnt. Oder die. Bin ich echt mal gespannt. Aber theoretisch müsste es doch reichen, jetzt dem zum Beispiel einfach das Grundgerüst unten einzureißen. Ich meine, der hat ja nichts. Der hat ja keinen Fallschirm und nichts. Der wäre hinüber. Wenn es hier alles zusammenstürzt, ist der hinüber. Und das ist ja das Grundgerüst, was einstürzen muss. Auf sowas sollte ich vielleicht mal versuchen. Aber was macht... Alter, was macht er denn? Eieiei. Oh, da fliegt gerade einer. Das ist natürlich jetzt auch ganz ungünstig, weil er jetzt immer im Moment ungeschützt ist. Ja, ich glaube, den hat es erwischt. Gut, vielleicht ist das Grundgerüst auch etwas größer. Oh! Oder auch nicht. Hat er sich nicht getraut. Aber ist jetzt nicht viel zu offen? Wie schnell! Und schon ist ein Haus da. Ich glaub's ja nicht. Und er schafft es in der Zeit auch noch, sich zu heilen. Ich glaub das ja nicht. Wieso hat er die Zeit gehabt? Wenn ich das gemacht hätte, ich wäre längst erschossen worden in der Zeit. Boah. Fühl mich verarscht. Auf ganzer Linie fühle ich mich ver... Oh, 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 oh. Das wird nix. Den trifft er niemals von da unten.
Also ich glaube nicht, dass wir hier dem Gewinner zuschauen, aber ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Shit, jetzt ist es schon wieder eine Stunde lang. Oh nö. Hatten wir nicht vorhin erst noch 40 Minuten? Ja, der ist... Nein, das war's. Ja, tschüss. Sick. Hat einer noch eine Kugel gehabt. Null. Wie man so schnell macht, es ist mir ein Rätsel. Wow. Der gewinnt. Ah, jetzt wird's eng. Jetzt wird's kritisch. Nice. Nicht tanzen, nicht tanzen, nicht tanzen. Ich gehe schon raus. Ich habe nichts. Ich habe nichts gekonnt. Aber ich bin Siebter geworden. Toll. Großartig. Großartig. Ganz toll. Ah, Mensch. Mensch, Mensch. Gut, dann bedanke ich mich aber trotzdem fürs Zuschauen. Falls jemand da jetzt wieder die 55 Minuten sich angetan hat. Aber wie gesagt, doppelte Geschwindigkeit. Skippen ist euer Freund. Ich lade einfach immer alles ungeschnitten hoch. Und jeder entscheidet selbst, was er davon sehen will. Es ist doch nicht so, dass man diese 55 Minuten am Stück gucken muss. Dafür hat doch YouTube die Funktion. Ah, Mann. Man nimmt so nur den Leuten nicht die Option, die es gerne ganz schauen würden. Weil wenn ich irgendwas Geschnittenes hochlade, dann nehme ich ja Leuten die Möglichkeit, was zu schauen, was sie vielleicht schauen wollen. Wenn ich es aber komplett hochlade, dann hat jeder die Möglichkeit, einfach das zu gucken, was er möchte. Das ist so mein Gedanke dabei. Natürlich kann man manchmal auch was schneiden, aber ja. Ja, und dann kommt es noch dazu, dass ich nicht die Zeit habe. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu... Wenn ich die Zeit hätte, ja, dann würde ich das schon gerne alles mit Effekten und so weiter versehen. Dann könnte man da auch so lustige Videos draus basteln, aber ich habe nicht die Zeit, mir das zu leisten. Ist einfach nicht drin. So, danke fürs Zuschauen und tschüss.